Hallo, wir sind das Team vom Spieleratgeber. Ich sitze hier mit Daniel. Daniel, was hast du getestet? Also, ich spiele hier gerade das Spiel Enderal, was eigentlich gar kein richtiges Spiel ist, weil es ist eine Mod, eine Modifikation von einem bereits bestehenden Abenteuer, und zwar von dem Spiel The Elder Scrolls Skyrim. Wenn ich dieses Spiel jetzt spielen möchte, welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen? Also man muss dieses Spiel besitzen, von dem ich gerade gesprochen habe, Skyrim, was viele Jugendliche auch wirklich schon haben, weil das ein relativ bekannter Titel ist, den man so 100 Stunden mehr locker spielen kann. Das Besondere an diesem ist, dass sich hier wirklich Fans hingesetzt haben und haben diese gesamte Welt kreiert. Und das ist schon wirklich sehr, sehr imposant. Wenn man sich zum Beispiel mal die Landschaft anschaut, jetzt war es gerade die falsche Taste, die ist riesengroß. Also wir sind jetzt hier gerade unten bei so einem Hafen, ja, und das ist wirklich diese ganze Welt. Und überall, wo diese kleinen Symbole sind, ja, da war ich bereits und habe schon Höhlen entdeckt, habe Aufgaben gemeistert, habe irgendwelche Bösewichte umgebracht und was auch immer. Also es gibt auch immer sehr, sehr viel unterschiedliche Quests, so nennt man das im Rollenspiel-Jargon, zu bestreiten. Und das ist schon interessant, einfach so eine unbekannte Welt entdecken und dort als Held immer mächtiger zu werden. Du hast von Umbringen gesprochen. Wie ist denn der Gewaltgrad? Also ich würde sagen, ähnlich wie in der Ursprungsversion Skyrim, das ist freigegeben ab 16 Jahren. Das hat auch seinen Grund, weil ich könnte jetzt zum Beispiel hier einfach den Hasen zum Beispiel, wo habe ich den? Oh, jetzt ist mir der Hase zu schnell. Jetzt könnte ich einfach diesen Matrosen jetzt zum Beispiel umbringen, der mich hier gerade anspricht. Also ich kann zum Beispiel Unbeteiligte hier einfach ja, sozusagen kaltblütig ermorden. Und ja, das ist einfach super. Also das ist aller Ehren wert, dass sich da Leute wirklich 30.000 Stunden hingesetzt haben, um dieses Spiel zu entwickeln. Also man muss auch erstmal 30.000 Stunden aufbringen. Da sagen viele Eltern immer, du spielst zu viel Computerspiele und so weiter und so fort. Aber auch nochmal der Hinweis an die Eltern. Es ist immer die Frage, was machen die denn da mit den Games? Weil viele setzen sich ja wirklich ganz kreativ damit auseinander und entwickeln ganz, ganz tolle Sachen. So eine Stadt muss man erstmal bauen. Hier wurden wirklich die gesamten Texturen sozusagen neu geschaffen, die Musik neu komponiert, da wurden Häuser sozusagen in die virtuelle Welt gebaut, Höhlen gestaltet und dann auch jede Menge kreative Einfälle. Wir haben hier zum Beispiel so einen Myriadenwächter, Entschuldigung, und wenn ich den zum Beispiel anspreche, dann kann ich für 25 Groschen einfach in einen Teil der Landschaft letztendlich mich transportieren lassen mit diesem komischen Wesen, was da im Hintergrund ist. Also ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal sagen, ich möchte hier, wo möchte ich denn mal hin? Schneefels-Taverne, sage ich jetzt mal. Und dann werden wir dorthin gebracht. Ja, und hier sind wir schon. Also die Ladezeit hat in Wirklichkeit viel länger gedauert. Wir haben uns schon geärgert, wie lange wir hier ruhig sitzen mussten. Ja, sieht ganz anders aus. Und da gibt es zig Landstriche, also eine Küste zum Beispiel, hier dieses Schneegebiet und so weiter und so fort. Also ich kann überall was anderes erleben. Das sind sogar so mystische Wälder. Oh, und jetzt da hinten will mich jemand angreifen. Jetzt kann ich, weil ich nicht gleichzeitig spielen und reden kann, kann ich mir jetzt hier so einen Schwarzbären zum Beispiel zur Hilfe holen und kann ganz feige, wie ich bin, vom Hintergrund hier meinen Bogen ausrüsten und dann wird hoffentlich hier mein Schwarzbär von hinten, wenn er denn mal kommt, dieses blöde Vieh erlegen. Ein Schlag hat es gemacht. Okay, und jetzt, glaube ich, schieße ich aus Versehen auf meinen eigenen Schwarzbär, weil ich aus Versehen den Bogen noch geladen habe. Ja, und rollenspieltypisch kriege ich dafür Erfahrungspunkte und ich kann hier solche Sachen aufsammeln, die man jetzt
da wir ja hier zu sehen sind in der Ecke, nicht lesen kann, was das war. Es waren Pfeile und ein Stück Fleisch. Also von der Spielmechanik her ist es dann also von Skyrim nicht wirklich zu unterscheiden. Nee, aber von der Geschichte. Also die Geschichte, die ist wirklich, wirklich sehr interessant. Also da gibt es, wie gesagt, ganz eigene Geschichten. Ich kann überall Bücher finden über die Spielwelt. Die hat auch nichts mit Skyrim zu tun. Das ist alles eigenständig. Oh, jetzt sieht man hier in Slow Motion übrigens nochmal den Einschuss. Also das ist so eine der Gewaltspitzen, dass ich manchmal wirklich sehe, wie so ein Gegner umfällt. Aber härter wird es jetzt nicht, dass irgendwie Gliedmaßen abgetrennt werden oder sowas. Und man kann schon noch deutlich erkennen, dass das in so einem Fantasy-Gewand ist. Aber nochmal zu der Story, weil da waren wir ja eigentlich, genau, bevor ich hier angefangen habe, einfach weiterzureden. Da geht es darum, die Götter sind in der Welt verschwunden und ja, wir sind natürlich der Held, der auserwählte Held, wie es oft in solchen Rollenspielen der Fall ist, und uns obliegt, dass wir sozusagen die gesamte Welt auch wieder retten und alle verlassen sich auf einen und aber anders als dieser ganze Rollenspiel-Kladderadatsch, den man so herkömmlich hat, sind auch hier zahlreiche philosophische Aspekte in der Geschichte verknüpft. Also das ist natürlich auch nochmal so ganz interessant. Es werden Identitätsfragen gestellt, Religionen sind Thema, Armut wird zum Beispiel behandelt. In der Unterstadt, der größten Stadt Ark, da leben wirklich die Armen eingepfercht in Höhlen, können sich sozusagen nichts zu essen kaufen, sind alle krank und die Reichen in der Oberstadt bestimmen letztendlich über ihr Schicksal. Das hat sich ja schon ganz positiv angehört. Für wen empfiehlst du das Spiel? Jedem, der dem Skyrim gefallen hat, der findet hier auch auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Spiel. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass die Hauptgeschichte an Qualität Skyrim nochmal toppt auf jeden Fall, weil die viel vielschichtiger ist, viel philosophischer, und auch sonst Rollenspieler, die dafür eine Leidenschaft haben, die gerne in der offenen Welt spielen, die werden hier auf jeden Fall zahlreiche Stunden, sogar bis zu 100 Stunden gut bedient und finden hier auf jeden Fall ausreichend Futter. Gut, dann soll es das auch unser Schlusswort sein. Das war unser Spieleratgeber-Testvideo. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächstes Mal wieder.